Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne einen Kopfhörer zeigen, und zwar vom Hersteller Nubi. Wie ihr seht, haben wir hier gleich ein Hardcase, wo auch der Kopfhörer schön aufbewahrt ist. Hier haben wir so einen Karabinerhaken, damit könnt ihr zum Beispiel im Rucksack hängen und dann rumbaumeln lassen. Natürlich mit einem Reißverschluss hier geschlossen, und wie gesagt, das ist ein guter Schutz für den Kopfhörer. Ich würde sagen, ich mache den jetzt hier kurz auf. Mit einer Hand ist es jetzt blöd, aber das kriegen wir hin. So, jetzt haben wir schon auf. Jetzt machen wir das einfach hier. So, da haben wir hier auch schon den Kopfhörer. Wie ihr seht, haben wir hier links hier noch ein etwas Zubehörteilchen drin. Einmal die Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier noch zwei Kabel. Einmal den 3,5 mm Klinkenanschluss. Das heißt, ihr könnt den auch an andere Geräte, die kein Bluetooth haben, einfach anschließen und nutzen. Dann haben wir hier noch ein Ladekabel. Und ja, dann kommen wir hier zum Kopfhörer. Das ist der jetzt. Nehmen wir alles andere zur Seite. Wie ihr seht, haben wir hier oben diesen Schriftzug von Nubi. Und so ist er im zusammengeklappten Zustand. Und ich klappe den jetzt hier auch mal auf. Das geht alles ganz easy. Und ja, das ist der Kopfhörer. Hier unten an der Seite haben wir den AUX-Anschluss und den Ladeanschluss. Auf der anderen Seite habt ihr auch die Möglichkeit, das per NFC zu verbinden. Ich habe das jetzt hier per Bluetooth gemacht. Und ja, die Ohrpolster, die sind auch sehr angenehm weich. Insgesamt ist auch der Kopfhörer sehr leicht, also wirklich leicht zum Tragen. Hier auf der rechten Seite haben wir auch die ganzen Bedienelemente, wie ihr hier sehen könnt. Die Bedienung ist auch recht einfach, man hat es schnell drin, wo welcher Knopf ist hier, wenn ihr es trägt, hier lauter, leiser und vor und zurück den Titel vorspulen. Hier die Ohrhörer sind auch hier so drehbar. Wofür das genau ist, weiß ich jetzt selber gar nicht ganz genau. Dann haben wir hier das Kopfband, das ist hier auch gut gepolstert, auch angenehm weich. Natürlich lassen sich hier die Kopfhörer auch hier auseinanderziehen, um die passende Größe einzustellen. Dann habt ihr hier im Inneren auch, wie ihr sehen könnt, zum Beispiel, dass das die rechte Seite ist und auf der anderen die linke Seite. Insgesamt macht das einen guten Eindruck, der Kopfhörer, wie ich finde. Er ist aus Kunststoff, daher ist er auch sehr leicht und es sieht auch nicht hässlich aus, finde ich. Die Form hat mich ein bisschen also überrascht hier von den Ohrhörern und sind auch nicht allzu groß, aber es passt. Ich hatte noch kleinere, die waren dann wirklich zu klein für die Ohren. Und hoppala, jetzt habe ich glaube ich auch also die Musik eingeschaltet. Ihr könnt auch schon mal hören, wie laut es hier ist. Wieder hier aus. So. Okay. Also wirklich, da kommt ein guter Klang heraus, guter Bass, gute Höhen, auch bei voller Lautstärke. Wobei ich nicht so jetzt der Fan bin von voller Lautstärke, weil das ist dann geht schon so in die Ohren, also schmerzt nicht, aber ist einfach nicht so gesund. Ja, das war's von mir jetzt für den Kopfhörer hier. Ich hoffe, ich konnte ihn euch kurz ein bisschen vorstellen. Und wie gesagt, wirklich, der Klang ist gut. Wenn ich heute das sage, könnt ihr mir das auch glauben. Ja, das war's von mir auch schon. Und danke euch fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.